So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Reihe, zum Let's Play in die Souls-like-Spiele hinein mit Dark Souls 3, mit beiden DLCs und dem Online-Modus. Oh, entschuldigt, ich rutsche hier gerade wieder mit meinem Thron weg. Wir versuchen uns ja jetzt, wer ist da noch? Aldrich zu stellen. Das ist ja jetzt schon ein paar Mal ziemlich in die Hose gegangen. Und dann habe ich eine Pause gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Achso, die kommen gar nicht, ne, wenn man in diese Richtung läuft. Achso, wir hatten ja jetzt auch schon, man muss die ja gar nicht erledigen, ne? Ach, ich habe schon wieder ein bisschen Pause gemacht jetzt und muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Wahrscheinlich wird es deswegen jetzt ein paar Mal auch wieder ein auf die Mütze geben. Andererseits, bei Sullivan hat es ja auch gezeigt, dass man durchaus, ja, nee, ist nicht, in einer kleinen Pause zumindest, dass das auch was Gutes sein kann. So, da sind die Schaltbackentapiere wieder. Ja, mach mal Licht. Wenigstens kann man durch die durchgleiten. Ja, Aldrich. Der macht mir ein wenig Sorgen. Gar nicht heilen, bin ich völlig raus. Oh nein! Naja, einen haben wir ja noch gesetzt. Okay, diesen hat er. Jetzt wird er sauer, oder? Na, hier war weg. Lass das. Okay. Oh nein, jetzt hat er seinen zweiten Dings erreicht. Nee, lass mal. Will ich nicht. Das hört ja gar nicht auf, der Scheißangriff. Oh, jetzt lässt er den Glitzerkram noch da, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja vielleicht fies mit diesen Pfeilen und noch Feuer drin und ich sehe nichts und... Das ist der Schreibtisch da nochmal wegrollt, der Schreibtischstuhl. Das nervt mich am meisten an diesem Spiel, dass man diese ganzen Effekte, dann, dass man nicht sieht, dass die Kamera sonst wo ist, dass man dann noch an irgendwas hängen bleibt. Ja, ich mach mal für euch wieder ein bisschen das Mikro ein bisschen weg. Damit der zornige Nico nicht eure Ohren wegbläst. Okay, schauen wir, was wir tun können. Achso, ich habe ja auch den Zweihandmodus beendet zwischendrin. Ne? Das hat vielleicht auch Schaden gekostet. Aber ich habe keine... Also ich weiß immer noch nicht so recht, was ich gegen den blödsinnigen Pfeilhagel in zwei Varianten tun soll. Den gibt es ja in zwei Varianten. Eine döber als die nächste. Ach Junge, bleibt einfach draußen. Mann, wirklich. Okay, das
funktioniert schon mal immer auf dem Schwanz. Das hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Oh Mann! Ja, vielleicht werden das ja auch gar nicht so viele Folgen heute. Das ist einfach echt die Pest. Und dass ich auch nicht begreife, bei diesen langen Angriffspassagen, wann er denn zuschlägt. Das, jetzt haben wir 11 Estus-Flakons und können höchstens 3 davon einsetzen. Naja, irgendwann hat es dann ja auch bei Sully funktioniert. So, jetzt hat sich der Algorithmus wieder geändert. Danke für den Hinweis. Jetzt greifen sie anders an. Denn das finde ich echt eine große Leistung an den Spielen. Das gefällt mir gut. Ich meckere ja viel, aber... Das Gegnerdesign und dass man erst lernen muss, wie sie so handeln und was sie so tun. Das. Wie kommt man von dieser Attacke weg? Ich verstehe es einfach nicht. Es wäre auch hilfreich, wenn der Bürostuhl mal stehen bleiben würde. Nee, ich verstehe wirklich nicht, warum die Feinattacke, die so von vorne kommt, warum man der nicht ausweichen kann. Wahrscheinlich muss man dann umdrehen und vor der fliehen oder so. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Hat er wieder sich was anderes überlegen. Also jetzt macht er das eine ganze Zeit lang. Hat er das mit den Blitzattacken gemacht und jetzt macht er das mit denen aber nicht mehr. Ist auch die Frage, ob wir uns irgendwas auf das Schwert schmieren müssen, bevor wir da in den Kampf gehen. Aber dafür ist ja gar keine Zeit. Bei dem Band, was mir am meisten gefällt, das hasse ich am meisten an Dark Souls. Oh, jetzt komme ich nicht raus. Mann, ich bin doch rausgegangen. Ich hab den doch geholt, ey. Trink, mein Bruder, trink, Rudi. Was? Wie lange denn noch? Ach, Mann, wirklich. Diese ganzen Verkettungen von und nochmal wieder Pfeile, ja natürlich. Wie könnte es anders sein? Ich kann mal wegrennen für den. Ich will hier noch weg. Warum gehst du nicht weg? Wo ist er jetzt? Zack. Gib mir Saft, Junge.
geh weg. Ich will trinken. Nein, so knapp. So knapp. In der Elbe baden bei 5 Grad, so knapp. Okay. Ich war zu gierig am Ende, ich hätte noch einmal trinken sollen, aber. Das war der beste Versuch bisher. So, jetzt ist der alte Trott wieder da. Jetzt kriegen wir wieder den alten Angriffsrhythmus. Okay, meine Hände sind schon wieder schwitzig. Vielleicht muss ich gleich mal den Pulli ausprobieren. Ja, der gibt mir ja immer noch der. Mann, das gibt's doch alles nicht. Können die nicht gegeneinander kämpfen? Okay, das war ein bisschen zu sehr. Das war ja die beschissenste Verkettung, die ich bisher hatte. Und dann noch schön seine Glitzerangriffe hier. Was, wo geht er denn hier lang, ey? Ständig bleibt der Scheiß hängen. Jetzt merke ich richtig, dass da wieder so ein Tiefpunkt drin ist. Man kann ihn nicht anvisieren. Warum kann man den Penner denn immer nicht anvisieren? Ja, das wird nichts. Ja. Oh Mann. Okay. Ich muss mich mal ausblenden, das ist ja. Ich sitze hier in meinem eigenen Schweiß. Mit dem Kabel verheddert. Oh Mann. Ja, das wird ja eine großartige Folge hier heute. Eben hat mir das besser gefallen, als der Algorithmus noch anders war. Ach Mann.
nicht auf, hinterher zu rennen, ne? Das war toll, aber trotzdem eine scheiß Mechanik, das auf dem Weg auch noch einem hinzupacken. Was soll denn das? Das war ein Schlag zu viel. Hätte ich lassen müssen. Ey, dieses ständige Abvisieren, das ist eine Pest in diesem Spiel. Und dann noch seine Glitzerdinger. Natürlich. Oh nein. Mann, wenn man nicht einen Scheiß sehen kann, ist das einfach ein beschissenes Game Design. Man sieht ja nichts. Man sieht überhaupt nichts. Oh, ich habe noch ein bisschen diese Folge, ne? Ja, das ist wirklich die Pest. Und ich weiß auch nicht so recht, wie man dagegen jetzt ankommen soll, gegen diese Pfeile. Wenn das auftaucht im KI-Rhythmus, dann bin ich erledigt. Ich weiß nicht. Ich konnte ihn mir eben weglaufen, aber dann hing man doch wieder irgendwo fest und konnte dem Pfeilhaler dann doch nicht entkommen. Und dann gibt es ja noch den, der im Kreis und den rumgeht. Und so. Jetzt ruckelt's wieder. Ruckelt der Scheiß jetzt wieder. Das werde ich auch nicht begreifen in diesem Spiel, ehrlich gesagt. Die Technik. Oh nein. Ich darf nicht immer gierig sein und dann drei Schläge machen. Wo ist es auch da? Ja, ruckel doch noch ein bisschen. Das ist voll fair, finde ich auch. Nein, nicht schon wieder diese Scheißdinger.
ich muss weg, 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 ich muss weg. Ah, shit. Bitte lass das gut gehen jetzt, bitte lass das gut gehen, ich kann ihn nicht mehr sehen. Nicht, nein, wieso geht der Angriff noch weiter? Wie gemein ist das denn? Wie gemein ist denn das? Was ist das jetzt? Ich bin tot und doch nicht tot? Das gilt doch nicht als getötet, oder? Oh, bitte lass das als getötet gelten. Jetzt habe ich die Seelen und bin... Was? Jetzt bin ich verwirrt. Das gilt bestimmt nicht als erledigt. Habe ich die Seelen jetzt? Ich habe die Seele von Albrecht. Wenn ich jetzt nochmal reingehe und da ist die Nebelwand... Und ich muss ihn nochmal besiegen, dann stürzt wahrscheinlich das Spiel ab, oder? Okay, lass uns das rausfinden. Immerhin, es hat geklappt. Aber auch nur, weil wir ihm systematisch weggelaufen sind. Vor seinen Pfeilen da. Das hat möglicherweise einmal geklappt. Ne? Okay, aber der Saal scheint ja... falsch zu sein, oder? Oh, Junge, bleib doch zu Hause. Kommen wir jetzt hinterher? Ja, na, bestimmt. Na, kommt her. Jetzt habe ich richtig Bock auf euch. Aber ich habe... Moment mal, aber ich habe ja überhaupt gar keine Seelen von dem gekriegt. Obwohl, wir haben jetzt eine große Seele, haben das immer so, oder? Oder habe ich jetzt für den Kampf 30.000 Seelen in Sand gesetzt, die man erhalten hätte, um den zu erschlagen? Was passiert hier? Was geschieht hier nur? So, erstmal das Scheißding da aktivieren. Was ist das denn jetzt? Das Geräusch, finde ich, klingt auch nicht so geil. Was ist das? Oh, Paternoster oder was? Aldrich, das war heftig. Und ein sehr seltsames Ende, dass mich der Pfeilhagel dann noch gekillt hat. Das ist schon merkwürdig, oder? Und dass ich jetzt ohne Seelen hier dastehe, ist irgendwie auch merkwürdig, oder nicht? Ja, und diese ganze Scheißegrütze hier aus den... Das ganze Totenwasser. Ekelhaft. Okay.
reisen wir mal zurück, um sich neu zu sortieren. Dieser Scheißstuhl, echt. Jetzt roll ich wieder nach hinten. Was ist denn das immer? Mal ist das überhaupt nicht. Und dann ist das wieder die ganze Zeit bei so einer Folge. Okay, wir gucken jetzt erstmal in Ruhe, was diese Seele uns da oben anbietet. Aha, da schon. Ja, wir sind auf verdrehte Seelen gestoßen. So, schauen wir mal, was haben wir hier? Nee? Habe ich das Spiel jetzt kaputt gemacht oder was? Hier ist nichts. Hochpriester Sullivan. Da, die Seele von Aldrich. Ein finster Mond Langbogen. Ach, skaliert mit Glaube. Ach, wie schade. Und eine Lebensjagdsense. Ach, das hat er ja zwischendurch mal eingesetzt. Stimmt. Stiehlt Gegner mit einer illusorischen Sense. TP. Ja, aber wenn sie illusorisch ist, kann er sie doch eigentlich nicht stehlen damit, oder? Wunder des Götterfressers Aldrich. Stiehlt Gegner mit einer illusorischen Sense Trefferpunkte. Aldrich träumte, als er langsam den Gott des Finstermonds verschlang. In diesem Traum sah er die Gestalt eines jungen, bleichen Mädchens, das sich versteckte. Ach, ich wünschte immer, es wäre ein bisschen mehr Liebe in diese Texte geflossen. Das ist doch alles nur dummes Geschwurbel. Der goldene Langbogen des Finstermonds Wendelin, der allmählich von Aldrich verschlungen wurde. Er ist von einer mächtigen Magie erfüllt, die durch die Verwendung von Mondlichtpfeilen entfesselt wird. Die Mondlichtpfeile hatten wir doch auch gefunden, ne? Fertigkeit Finstermondpfeil erfüllt den angelegten Pfeil mit der Essenz des Finstermonds, wodurch er magischen Schaden verursacht und Schilde durchschlagen kann. Das ist ja schon geil, sowas, ne? Aber ich fürchte, das ist alles nicht so richtig was für unseren Spielstil. Aber sag mal, ich dachte immer, Aldrich wäre auch einer von den Onkels, die wir hier auf den Thron packen sollen. Das ist Lothric. Jorm. Ach ja, Jorm der Riese, stimmt. Das waren unsere Wächter des Untergrunds, auch wenn die nicht sehr königlich wirkten. Ja, nee, irgendwie nicht. Wir sind immer noch nicht am Ziel irgendwie. Doch, hier ist er doch. Heiliger Aldrich des Abgrunds. Oder ist das noch jemand anders? Da müsste doch jetzt hier eigentlich hocken, oder nicht? Ah, hier, guck. Fürsten Asche Dabel. Bitte sehr. Wieso liegt er denn so in Ketten? Oder sind das, ist das Gewürm? Madiges Gewürm. Ach, jetzt kommen wir wieder hier nicht hoch. Das ist auch so was Anachronistisches. Echt. Okay, gibt's jetzt was Neues im Angebot, wo wir Aldrich dahin gehockt haben? Aha, thou returned. And a fine day it is. Soweit ich das verstanden habe, ist es übrigens nicht nötig, sie wirklich auf die Throne zu setzen. Wir können am Ende halt, oder man kann, wenn man spielt, am Ende, also ich werde es bestimmt in naher Zukunft nicht nochmal durchspielen, aber es gibt viele Leute, die das dann nochmal ausprobieren mit der anderen Variante. Ich suche jetzt danach, die Flamme wieder zu entzünden, aber man kann tatsächlich auch Zeitalter des Schattens ausrufen. Dann kann man damit der Schattenasche anderes machen. Ist hier noch was anderes, was er neu im Angebot hat? Sieht es nach mehr Sachen aus? Ne? Nee, doch nicht. Hätten wir der alten unten die Schattenasche angeboten, wäre das vielleicht anders geworden. Aber wir wollen ja alles ordentlich wieder auf den Thron packen. Da hockt der jetzt. Das heißt, wir müssen Jorm den Riesen jetzt noch finden. Und König Lothric hat sich auch aus dem Staub gemacht. Ungezogen, sowas. So, dann schauen wir doch mal, wie viel diese Seele bringt. Oh, how may I be of service? Du kannst mir sagen, wie viel diese Seele bringt. Ach nee, das geht ja wieder so nicht. 15.000 und 10.000. Das reicht aber nicht für die nächste Stufe. Da müssen wir noch ein bisschen was zusammen verkaufen.
Ach scheiße, jetzt habe ich ihr die Seele verkauft. Oh oh. Das ist nicht gut für mein Karma, glaube ich. Ich habe immer noch den Verdacht, dass sie uns übers Ohr haut mit irgendwas. Ihr wisst ja alles über das Lore, könnt ihr ja auch mal was zu sagen. Ich werde mich garantiert nicht für ein Spiel durch dutzende verschiedene Fanwiki-Seiten arbeiten. Wenn das Spiel an das sich selbst erklärt, scheint es ja dem Spiel nicht wichtig zu sein. Und deswegen versteht man leider auch sehr wenig als ja, jemand, der nicht sein ganzes Leben diesem Spiel widmen will, sondern eine gute Reise haben will und in diesem Spiel möglichst was lernen will über die Spielwelt. Das fällt schon sehr schwer ohne Wikis oder ohne andere Leute, die einem das erklären. Finde ich nicht gut gelöst. So, dann schauen wir mal. 29.000. Oh, 2.000 müssen wir noch zusammenkriegen. Okay. Ah, well. Muss auch furchtbar unbequem sein, schaut mal. Sie hat so kurze Beine, dass sie gar nicht auf dem Boden sitzt mit den Beinen. Was habe ich jetzt gesagt? 29, ne, oder? Gott, wie viel Glut habe ich denn da? Ich sollte wirklich öfter Glut einsetzen. Aber ich glaube, das sage ich an der Stelle immer, ne? Das Großschwert des Urteils. Ja, es geht mit Glaube, das werde ich nie benutzen. Also weg damit. Goldener Ritualspeer. Ja, der geht mit Glaube und Intelligenz, das werde ich auch nicht benutzen. Das heißt, wir dürften jetzt doch schon genug haben, oder? Sonderlich viele Pfeile haben wir ja nicht verschwendet dieses Mal. Welcome home, speak. Very well, then take no. Ach doch nicht, es fing jetzt nochmal dran. Farewell, Ashen. Dann können wir gleich nochmal Don't Take Not. Ah, how? Man hätte wenigstens eine Variation bei den Dialogen einbauen können, wirklich. Oder sie dann lassen beim nächsten Treffen. Das ist wirklich etwas nervig. So weit können wir hier verscheuern. Davon chaotische Waffen. Feuerschaden und Skalier mit Intelligenz und Glaube. Ja, da könnte ich ja fast beide verkaufen. Lalala. Er benötigt besondere Großpfeile. Ja, nee. Sollen wir den zur Sicherheit behalten, ja? Der Isalis-Stab gibt mir Intelligenz. Der Hexenstab. Ja, wir haben jetzt ja auf Pyromantie auch uns konzentriert, wollte ich sagen. Das blödsinnige Knochenradschild werde ich bestimmt nicht einsetzen. Das können wir schon mal aus Prinzip verkaufen. Krone des Hohepriesters Ritter. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch. 30.000, ne? Ashen One, be sure. Welcome home, I should speak. Very dead. Ja, ihr sagt, Vitalität habe ich zu wenig. Belastbarkeit brauchen wir aber auch mehr, um den anderen Bogen tragen zu können. Geschickt ist unsere Hauptskalierung für Schwert. Ja, ich würde nochmal auf Belastbarkeit dann gehen jetzt. 30.000, alter Schwede. So, vielleicht können wir jetzt nochmal gucken, wie das mit den Pfeilen ist. Da haben wir ja noch genug. Von den Brandbomben können wir auch noch ein paar gebrauchen.
Und von dem Blutungsbekämpfungsding. Ach, die verskalieren auch? Das wusste ich ja gar nicht. Aber da steht ja gar nicht. Ist das dann die Reichweite oder was? Also je weiter, je stärker man ist, umso weiter fliegen sie oder was soll das bedeuten? Achso, wir könnten davon ja auch wieder ein bisschen alle ausrüsten. Dann ist die Kohle verbraucht. Ashenman, be sure to bring most. Nein. Okay, ihr wollt ja sicher in dieser Folge nicht immer nur sehen, wie ich hier irgendwo Feuerbandschreien mache. Aldrich, der Götterfresser. Das ist schon eine sehr seltsame Truppe da oben auf den Thronen, oder? Also. Wie haben die sich denn so lange auf ihren Thronen halten können? So, dann wollen wir gucken. Wieso ist hier eigentlich keine Statue? Das sind ja zwei. Die Wand da ausprobieren, oder? Nö. Stell dir mal vor, ich hab das mal sehen. Du Scheiße. Ja, vor allem haben wir jetzt eine 10.000er Lücke, wenn wir jetzt das zum Steigern benutzen. Alter, da liegt das hinter der Säule. Ich glaube, ich spinne. Und ich sag noch, müssten wir nicht eigentlich auch Seelen bekommen haben, die der gefressen hat? Die Seelen kriegt man dann ja auch noch. Da, stell dir vor, ich wäre jetzt irgendwo gestorben, dann wären diese 50.000 Seelen weg gewesen, die wir beim Ableben noch schnell in die Tasche geschoben bekommen haben. Okay, tut mir leid, jetzt können wir doch nicht weiter gucken. Das ist mir jetzt zu riskant mit 50.000 in der Tasche. Das, was für Quark! Das war bestimmt der merkwürdigste Tod überhaupt jemals bei. Obwohl, schreibt doch mal eure merkwürdigsten Tode in die Kommentare. Das würde mich ja echt interessieren, was bei euch bei dem Spiel so abgegangen ist. Weil er war schon besiegt und dann wurden wir von seinem Pfeilhagel erwischt, der nicht aufhörte, als er starb. Ist ja auch irgendwie logisch, dass er nicht aufhörte. Aber das ist doch echt ein Knaller, oder? Ich hätte jetzt 50.000 Seelen verloren. Das ist ja einmal komplett die Kerker von die Katakomben von Kartus. Ich glaube, es hackt. Ja, tut mir leid, aber das müssen wir jetzt nochmal irgendwie wegkriegen. Welcome home, Ashenman. Das dürfte schwierig Speak. Werden, weil wir 9.000 zusammenkriegen müssen dann dafür. Very well, then talk. Then talk, Kegner. Kondition ist Ausdauer, ne? Es wurde ja schon besser, aber. Was sagt ihr denn nochmal zur Geschicklichkeit? Haben wir jetzt ein paar Mal ausgelassen. Denn das ist ja das, was unser Superschwert am meisten skalieren lässt. Jetzt haben wir noch 19.000 übrig. Ja, wir brauchen buchstäblich 10.000. Es gibt hier auch keine Bank, mit der man irgendwas kaufen könnte dann. Ja gut, wir müssen jetzt alles verkaufen, was nicht mit dem Nagel fest ist. Und hoffen, dass das 10.000 ergibt. Das bedeutet auch, der Drachentöter-Großbogen muss weg. Dann werde ich wahrscheinlich, auch wenn der aufgesetzt werden muss und man dann stehen bleiben muss, werde ich den sowieso nicht benutzen. Hoffentlich hat sie überhaupt genug Seelen auf der Tasche. Gut. Oder wir müssen tatsächlich Glut verscheuern dann. Wahrscheinlich werdet ihr mich dafür umfeigen. Die dann nicht brauchen. Nee, den werde ich ganz bestimmt nicht verkaufen. Wir haben schon 4 Funkeldetanit. Oh.
Verstärkt seelengewandelte Waffen. Na, hier haben wir ja schon ordentlich abgegrast, ne? Ich meine, andererseits skalieren mit Glaube. Also das wäre ja nichts, wird ja nichts für mich bringen, skalieren mit Glaube. Das hier ist eigentlich ein beleidigender Stein, oder? Das ist eine Unverschämtheit. Skalieren mit Intelligenz und Glaube. Ja, also ich glaube, hier können wir dann schon mal... Der ist beleidigend. Der eskaliert mit Glaube. Der eskaliert mit Glaube. Und der eskaliert mit Glaube. Das sind schon mal 2000. Ja, es müssen jetzt harte Opfer erfolgen. So, nächste Reihe. Ja, das sind Intelligenzzauber. Ich nutze ja schon kaum die... An der wäre schon gut zu behalten, ne? Wir sind ja noch nicht so richtig weit gekommen auf unserer Steigerungsreise hier. Okay, was haben wir hier? Drang Doppelspeer. Haltet die Speere auf Hüfte und stürmt den Gegner zu. Haben wir schon, brauchen wir nicht. Ach, das sind die Speere von dem einen, ne? Oder? Ja, muss raus. Nützt nichts. Was haben wir hier? Oh, das Hohepriester-Krummschwert. Schwert des schwarzen Ritters. Naja, das möchte ich auch behalten. Was haben wir hier? Das möchte ich auch gerne behalten. Andris gerades Schwert. Oh. Während Haltung angenommen wird, führe einen normalen Angriff durch, um die Abwehr des Gegners von unten zu durchbrechen. Und dann einen schweren Angriff. Was? Um mit einem Ausfallschritt nach vorne einen Hieb nach oben auszuführen. Alles klar. Nee. Was ist das hier noch für ein Tünnif? Nein. Das finden wir eventuell wieder. Nein. Das mit der Sense müssen wir uns wohl auch abschminken, diese Partie. Und die Peitsche werden wir auch nicht einsetzen. Fehlt uns immer noch eine ganze Menge, ne? Steißbein durch. Geil. Sind tausend, ne? Wir sind in einer Notlage. Ich verschwende doch jetzt nicht diese ganzen Seelen da. Isalis Stab. Weg. So, Schilde ausmisten. Oh. Anti-Fluch-Großschild. Schild des Verlangens. Wird die Anzahl der beim Besiegen von fein gesammelten Seelen. Fein, fein. Ja, unser Gras-Schwappenschild mit der Ausdauerregeneration. Solange das Schwert mir so viel absaugt, werde ich das wohl weiter behalten. Was haben wir hier? Drachenwappenschild reduziert Feuerschaden. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das vielleicht noch gebrauchen können. Ja, parieren. Aber das kann der hier auch. Aber ihr sagtet mal irgendwie, dass leichtere Schilde schneller parieren können. Was ich ja schon bemerkenswert cool finde von dem Spiel, dass man da einfach besser dann parieren kann. Helm der Feuerhexe. Durch zweimal. Silberritterhelm. Was ist das denn hier? Eine große Augenbinde sperrt unnötiges Licht aus und lässt Pyromanten das Wesentliche erkennen. Die Flamme offenbart und verschleiert alles. Das klingt eher nach was, was bei den Questgegenständen sein müsste, oder?
verkaufen. Den anderen traue ich mich nicht zu verkaufen. Silberne Rüstung. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die brauche ich noch für irgendwas. Vielleicht Stulpen. Silberne Stulpen. Aber wir nähern uns ja langsam an. Gamaschen der Feuerhexe. Silberritter Gamaschen. Wendelins Ring. Vielleicht völlig überflüssig. Was sollen weibliche Aktionen sein? Ja, Mitgliedern von Ferens Untotenlegion verliehen. Reduziert den Verbrauch von Fähigkeiten FP. Müsste uns sowieso jetzt abfaulen dann, weil wir ja irgendwie bei Rosalins Lager da, oder wie hieß die? Haben wir da nicht den Eid abgelegt? Was ist hier noch? Dieser Ring wurde dem Diakon der Kathedrale des Abgrunds verliehen. Es erlaubt das Einstimmen zusätzlicher Zauber. Mhm. Gut zu wissen. Dieser Ring gehörte dem Drachentöter Ornstein, einem der vier Ritter des ersten Fürsten Gewinn. Er verstärkt Stoßwaffen-Konterangriffe. Jetzt brauchen wir noch einen, ne? Dann können wir hier noch irgendwas von unseren Verbrauchssachen verscheuern. Ich verbrauche die ja auch immer nicht, ne? Man sollte die vielleicht viel mehr nutzen. Aha, Nico, was für eine Erkenntnis. Aber die bringt es halt hoffentlich wirklich, ne? Okay, wir gucken jetzt. Also, sonst muss ich eine Glut verkaufen. Ich habe 40 Glut mittlerweile gesammelt. Wenn nicht am Ende noch eine Slotmaschine ist, wo man die alle einwerfen muss, dann werde ich die sowieso nicht mehr alle verbrauchen. Ashen One, be sure. Dieser Satz, du machst mich aggressiv, alte Frau. Ja, fehlt sogar noch mehr als ein Tausender. Dann müssen wir ein, zwei von diesen Bluten verkaufen. Ah, well. Bitte nicht alle verkaufen. So, auf 900 müssen wir noch kommen. Achso, jetzt sind wir schon drüber. Ach, ich bin doch so ein Depp. Ashen One. So, hier. Welcome home, speak. Very well. Dentek. Dentek. Eben haben wir Geschicklichkeit gesteigert, jetzt machen wir hier nochmal einen auf die. Ach, die Belastbarkeit muss. Ach, das war ja gar nicht. Das war die Belastbarkeit, wo wir besser werden mussten, ne? Für den Bogen. Alter, was kostet das? Was kostet das? Ja. So, dann schauen wir mal, ob wir den anderen Drachenreiterbogen jetzt tragen können. Nee. Mist. Moment mal, wieso ist denn jetzt unsere Belastung schwächer? Jetzt habe ich nicht hoffentlich irgendwas verkauft, was wir getragen haben, oder? Kann das denn sein, dass wir jetzt auf einmal... Okay, es reicht also immer noch nicht. Doch. Ach so, klar, der andere Bogen darf ja nicht auch ausgerüstet sein, schon klar. Okay, jetzt müsste das doch gehen, oder nicht? Eskaliert allerdings mit Stärke. Da müssen wir auch da wieder ran. Oh Mann. Aber das ist doch schon mal sehr viel besser, oder nicht? Das gefällt mir. Dann lasst uns in der nächsten Folge loslegen und weiter gucken, wie es hinter diesen Zwirbelfahrstühlen weitergeht. Bleibt mir schon neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.